Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Wirtschaftssimulator 2017 von der Borchersee aus dem LS. Wir sind hier unterwegs in der Aussaat. Wir haben jetzt Klaus hier gerade dabei, der legt noch ein bisschen, hoffentlich Körnermais und nicht irgendwas anderes, auf Feld 15. Und wir haben jetzt einmal noch Saatgut nachgetankt und bewegen uns jetzt zu dem großen Feld. Ja, Helfer Klaus wird durch ein Objekt blockiert. Schön. Nee, da ist. Ignorieren wir jetzt. Oder? Ja. Nein. Doch, wir ignorieren das jetzt. Wir haben keine Zeit. Wir müssen uns erstmal um die Aussaat kümmern. Ihr seht ja schon, wir haben Raps drin. Dementsprechend werden wir jetzt auf das große Feld da Raps draufbringen. Sollte meine Stimme heute nicht hundertprozentig sein. Es scheinen da ein paar Bakterien in meinem Rachen hinten Party zu feiern. Ich habe auf jeden Fall seit gestern Abend Halsschmerzen. Aber es läuft noch. Heute auf Arbeit ein bisschen Gliederschmerz. Oh, es ging alles gut. Ups, da war ein bisschen schnell. Den hat ja keiner gesehen. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen zwischendrin, wenn ich vielleicht auch mal heute ein bisschen weniger schnacke als sonst. Liegt einfach daran, dass ich zwischendrin vielleicht mal so ein kleinen Schluck Wasser trinken muss oder sowas, um den Hals ein bisschen im Fluss zu halten. So, wir werden auf jeden Fall hier anfangen. Vor allen Dingen, es gibt, glaube ich, auch die Saattextur ist, glaube ich, auch anders. Meine ich. Wenn ich es jetzt bei den anderen Feldern zumindest richtig gesehen habe, ist die Saattextur auch anders. Ach, und übrigens, wir haben nach dem Grubbern den Traktor tatsächlich gewaschen. Fällt gar nicht auf, ne? Ist ja ein bisschen, wie nennt sich das hier? Feldstaub bei der Aussaat dazugekommen. Die Saatmaschine sieht auch dementsprechend aus. Die ist relativ neu gewesen. Nein, eigentlich war sie neu. Sie war nicht relativ neu, sie war tatsächlich neu. Jetzt ist sie schon ein bisschen dreckig. Wir werden sie auch schon mal... Ist die ganz normale Rapid, ne? Also... Da jetzt nicht irgendwie was Besonderes. Ich weiß, wir hätten nicht grubbern müssen. Allerdings hat sich erst später ergeben, dass wir die Rapid tatsächlich nehmen. Ich werde zuerst überlegen, ob ich die Lemkin nehme oder die Rapid. Aber da wir nur eine kleine Düngespritze haben, von besagten 15 Metern ist es, glaube ich, passt das nicht so ganz mit der großen Lemkin. Arbeitsbreite 6 Meter passt doch schon. Siehst du, perfekt. So. Fahrspur 12. Perfekt. Und dann geht das ab hier. Ja, Raps machen wir jetzt rein, damit wir noch ein bisschen was zu verkaufen haben. Wir haben jetzt schon zwei Felder mit Weizen ausgesät. Dann dieses langgezogene Feld, was ja ursprünglich mal zwei waren, mit Pappeln. Drei und zwei. Auf Feld 15 kommt Mais. Auf dieses kleine Feld unter Feld 15, ne, dieses eine No-Name-Feld, also nicht nummerierte Feld, da ist auch Mais drauf, sodass wir häckseln können, dass wir ein bisschen Futter für die BGA haben. Dann haben wir ja noch die zwei Wiesen, beziehungsweise drei Wiesen, die dann noch für die BGA sind. Also das sollte eigentlich passen. Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwo ein Gerstefeld zwischen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben gar kein Gerstefeld zwischen. Weil ich habe mir erstmal gedacht, wir machen jetzt erstmal Standard. Also was heißt Standard? Ja doch, Standard. Erstmal die Standardsachen, dass wir zumindest ein bisschen was haben, ne? Das, den Weizen natürlich schon alleine fürs Saatgut. So, wir wollten aber mal ganz kurz... Ja, ist auch eine andere Saattextur. Bin von den Texturen nicht so ganz überzeugt.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil die für mich aussehen, als würden sie schweben. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, aber bei mir sieht das immer so aus, als würden die schweben. So ganz leicht. Und ihr werdet das gleich bei einer Fahrspur sehen. Ich habe natürlich das andere Maisfeld mit einer Fahrspur angelegt und da sieht man das. Ich glaube, die beiden Weizenfelder habe ich ohne Fahrspur gemacht. Aber die kann man noch reindrillen. Wenn wir sie brauchen, bin mir da ja noch unschlüssig, ob wir... Ah ne, brauchen wir gar nicht. Die Felder sind ja gar nicht gedüngt. Stimmt, deswegen habe ich die Fahrspuren gar nicht reingemacht. So war das, ja. Hat einen Grund, warum wir die Fahrspuren außen vor gelassen haben. Ich wusste es. Irgendwas war da. Huch. Passt das? Nee, passt nicht. Ha. Ja, passt. Aber bedenke, dass du hinten noch eine Saatmaschine hast. Ja, ja. Passt schon. So. Ein Stück zurücksetzen hier. Na, du darfst ruhig. Na, nicht in den Zaun. Wäre nicht so gut. Na komm, vorwärts. Am Ende fahren wir da noch einmal hinten rum. Oder auch zweimal. Da fahren wir dann quer. Und werden das so timen, dass wir eine... Ich fuchtel mit meiner Hand vor meinem Gesicht rum. Macht Sinn, ihr seht das gar nicht. Also, dass eine Fahrspur so geht. Dass wir dann quasi... Ja, ich muss mal gucken. Eigentlich normal auf jeder Seite, sodass wir reinfahren können und dann diese Längslinien fahren können. Mal gucken. Wie wir das machen, weil wir können ja mit dem Pro-Seed nicht um die Kurve. Da sagt er uns ja, das geht nicht. So, wir haben jetzt hier eine Spur so und hier, ah ja. Ja, ganz ruhig. Das ist die, ist das jetzt richtig? Ja, ne? Das ist jetzt hier die Spur. Ja, genau. Wir müssen hier hin. Musste mal eben ganz kurz. Es ist ein bisschen... Ich würde jetzt sagen, es ist Montag, aber das stimmt nicht. Es ist Dienstag. Beim Aufnehmen. Also Mittwoch bei euch, wenn es rauskommt. Aber es kommt mir so ein bisschen so vor, als wäre Montag. Auf jeden Fall sage ich euch jetzt schon mal, das ist die letzte Folge, in der ihr irgendwas der Aussaat betreffend sehen werdet. Ich denke mal, also ab morgen, ja, morgen ist dann Frühlingsende und ab da werden wir uns dann um die Bretterpaletten, die Kartons, die Wollpaletten etc. kümmern, so dass wir so nach und nach die... Oh, ich komme auf das Wort nicht. Deswegen merkt ihr das, wenn einem das Wort fehlt, dass man so drumherum druckst. Kennt ihr das? Ich mag es eigentlich gar nicht, aber ich mache es selber. Das ist immer ganz toll. Die Blumenproduktion und die Obstproduktion, dass wir die in Gang kriegen. So rum. Denn Wirtschaftssimulator, also wollen wir natürlich auch ein bisschen was von der Wirtschaft sehen, ne? Ich kann euch auch schon mal sagen, für die nächste Saison... Na, also wenn das Jahr hier rum ist, alles abgeerntet ist, ist eine neue Saatmaschine angekündigt. Also ich habe da so einen italienischen Lieferanten, der mir da was Neues bringt. Ich hoffe mal, das ist italienisch. Also der Name klingt auf jeden Fall italienisch. Ich sage jetzt einfach mal, es ist dann italienischer Hersteller. Ich werde mich da natürlich nochmal schlau machen. Aber ich meine, da hat einer angefragt, dass der uns eine Saatmaschine vorführen möchte. Und... Der bringt auch seinen eigenen Traktor dann mit. Mal gespannt. Er wollte eigentlich dieses Jahr schon vorbeikommen. Er hat dann abgesagt, weil ich habe gesagt, du, ich bin schon fast durch hier mit der Aussaat. Das bringt jetzt nicht mehr viel.
Und er sagt, ja, kein Thema, er kommt dann Herbst zur Winteraussaat. Ich sag, jo, mach das. Sind wir ja flexibel, ne? Also, ich meine, da können wir ja nix. So, werden wir jetzt hier... Ziehen wir da schon durch? Ja, wir ziehen da durch, komm her. Ihr seid das normal gar nicht gewöhnt, ne, dass ich am Rand ein Stückchen auslasse. Normal mache ich das immer, dass ich durchziehe. Ich lasse auch hier nur ein Stück aus, weil ich den Zaun da habe. Wäre der Zaun nicht da, müsste ich nichts auslassen, würde durchfahren. Weil, Realismus hin oder her, aber das mit der Aussaat, ist im Spiel macht es keinen Unterschied. In Reell setzt man natürlich nicht außerhalb des Feldes an. Ist was anderes. Ich bin mal gespannt, ob noch irgendwer die Rapid mit Dynamic Hoses bringt. Wenn man das hier so sieht, das könnte ein interessanter Anschluss dann werden, weil die läuft ja da oben durch diesen kleinen, durch dieses kleine T-Stück und dann hinten auf den gelben rauf, sodass da nichts halt in irgendeiner Form in die Nähe der Maschine an sich kommt. Das würde schick aussehen. Ich hatte auch geguckt, also üblichen Verdächtigen, da gibt es sowas noch nicht. Aber im Moment wird ja alles mit, wie nennt man das? Dynamischen Schuhen? Ne, dynamischen Hosen, genau. Dynamic Hoses ausgestattet. Und ich möchte auch fast behaupten, LS19 könnten diese Schläuche vielleicht sogar Standard werden. Weil wenn man sich zum Beispiel das Big Bud DLC anschaut, wer es hat, da gibt es diese große Saatmaschine. Ne, ich glaube, das ist die Seahawk, die große Seahawk. Ist das die große? Ich glaube, ja. Und die hat, die großen Saatmaschinen haben ja alle keine Hydraulikanschlüsse und sowas. Die haben nur Schläuche. Die haben keine Stromanschlüsse. So. Ach, ihr wisst, was ich meine. Da laufen auf jeden Fall große Schläuche lang. Also wahrscheinlich haben die... Ach, ist mir auch egal. Ich habe mich nicht drüber schlau gemacht. Ja, ihr merkt das. Ich versuche gerade... Auf jeden Fall, die schließen an. An die Big Butts. Und an den Anhänger, wenn du den Anhänger hast, also den Saatgutanhänger hinten hinter der Saatmaschine, dann schließt er da auch an. Von daher, die sind auf dem Weg. Und ich finde, ich persönlich, ist jetzt meine persönliche Meinung, dass sie das im 19er auch schon fast bringen müssen. Weil Cattle and Crops zum Beispiel mit manuellem Ankuppeln und alles, da ist das alles mit drin. Und die Modder, die jetzt die Dynamic Hoses überall einbauen, da sieht man, dass der Trend dahin geht. Von daher gehe ich stark davon aus und dass Giants das in der nächsten Version standardmäßig drin haben wird. Das ist meine persönliche Meinung. Zumal es, ganz ehrlich, frisst es Performance, so ein Schlauch, der sich anschließt? Minimal. Also wenn man jetzt nicht 30.000 Maschinen auf dem Hof stehen hat, wo alles die Schläuche angeschlossen sind, ich glaube, das fällt nicht ins Gewicht. Glaube ich. Bin aber kein Entwickler in der Hinsicht. Hab da keinen Einfluss drauf, kenne mich da null aus. Ne? Wie gesagt, ist alles meine persönliche Meinung. Da darf auch jeder gerne seine eigene Meinung zu haben. Es gibt natürlich viele, gerade Arcade-Spieler, ne, Arcade-Spieler, so, für die ist es egal, ob da ein Schlauch angeschlossen ist oder nicht. Ne, fahren wir so und das Thema ist durch. Kann ich auch verstehen. Ne, so Schläuche sind nur interessant für Leute, die jetzt zum Beispiel hier, so wie meine Wenigkeit oder wie viele von euch auch, die das halt aus der Innenperspektive fahren, möglichst realistisch fahren wollen und das ganze Spiel auch relativ realistisch haben wollen. Für die sind natürlich sowas wie diese Schläuche, gehört dazu. Ja, gerade beim manuellen Ankuppeln, wenn du dann hingehst und
drückst die Taste, dass er einmal ankoppelt, dann baust du quasi die Zapfwelle an und drückst dann nochmal, dass er die Schläuche anschließt. Mir persönlich gefällt das. Sonst würde ich es auch nicht machen, ne? So, Schluss jetzt mit den Schläuchen, mit den dynamischen Hosen. Ich hoffe mal, unser Benzin reicht. Brauchen 40 Liter die Stunde. Wir schaffen. Das Feld hat... Passt. Schaffen wir. Das reicht noch. Da kommen wir mit dem letzten Quäntchen noch zur Tankstelle. Wobei, wir kommen offiziell gar nicht an der Tankstelle vorbei, weil wir müssen ja zum Hof. Ach, passt schon. So. Busch. Bin gerade eben nämlich in den Busch gefahren, habe ich gemerkt. Wollen wir jetzt mal umgehen hier. Und ja, ich weiß, normal fährt man nicht über das frisch ausgesäte. Das ist leider hier gerade technisch nicht anders möglich. Ich gucke jetzt auch extra nicht hin, dass er im Busch drin steht. Zurücksetzen. Das sollte doch schon. Ja, das passt. Perfekt. So, wir auch gleich durch. Können wir gleich die Fahrgassen reinfahren. Zumindest in die Längsbahn. Na komm, vorwärts. Ich weiß nicht, ich finde nach wie vor, dass die Rapid eine der gelungensten Saatmaschinen hier im LS ist. Aber das ist wieder das, was ich... Wo hatte ich das auch? Bei den Grubbern, ne? Bei den Grubbern und den Flügen. Diese Mittelmaße ist ja auch hier nur eine 6 Meter. Nur in Anführungszeichen. Ich finde, die sind viel praktischer als diese ganzen Riesenteile. Klar, für große Felder sind natürlich die großen Dinger sehr vom Vorteil. Aber für diese ganzen Felder, die wir jetzt hier haben oder die wir bewirtschaften, reicht das vollkommen, finde ich. Oh. So, hier haben wir nicht viel. Schauen wir mal. Werfen wir beim nächsten Mal noch einen Blick auf das fertige Feld wegen den Fahrspuren. Könnt ihr dann noch mal einen Blick drauf werfen, weil wir werden jetzt hier keine Fahrspuren mehr reinkriegen. Zeitlich. Glaube ich. Nö. Denn wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal, Leute.